Er ist reif für seinen ersten Podestplatz. Man spürt es förmlich. Renntag los auf die Bahn. Wir haben den Bea getroffen. Das war spannend, mit ihm eigentlich bis rauf. Ein bisschen mehr Stress als sonst, zumindest ich. Wir müssen, oder ich musste ein bisschen früher auf den Berg, wir haben als Pistenteil gedreht. Man kann es wie noch mal anders transportieren, wenn man auf dem Berg ist, wenn man ein bisschen spürt, was läuft. Man sieht auch ein bisschen, ja, wo ist wie der Schnee, wie ist der Kurs gesetzt. Das ist für mich auch immer noch so ein bisschen wichtig. Wenn man selber dann mal den Lauf durchgegangen ist, ein bisschen mit dem Trainer geredet hat, haben wir schon recht ein gutes Bild. Ich gehe in der Regel nicht gross stören in der Besichtigung. Ich gehe nicht auf die Athleten, sowieso nicht auf die Trainer. Wenn ich gerade sehe, dass keiner nahe ist, vielleicht heute hier, schätze ich das hier richtig ein. Aber für mich geht es mehr darum, das Wetter zu spüren, etwas zu spüren, und das funktioniert. Es entstehen einfach Geschichten auf der Besichtigung, und das ist dann das, was wir noch anwenden, einbringen. Schon einige Jahre bei uns dabei. Marc Berto, seine Kamerafahrt. Es war streng heute wieder. Lange super G da. Schweiz selber auch. Haben wir ja gesehen. Du wirst wahrscheinlich auch zeigen. Hi. Aber es wäre ein Tag. Letzter Start, zweitletztes Rennen von Beat Voits auf dem Laberhorn. Bei den Schweizer allgemein und bei den Topcracks auch. Dann weisst du, jetzt tauchst du voll ein ins Bild. Jetzt ist das Rennen das, was zählt. Super Zwischenzeit! Wow. Hohes Tempo! Kommt problemlos durch diesen Schlag! Oh! Versucht da. Du musst jetzt quetschen, was geht? Der Schweizer ist manchmal immer drauf. Also ja, geht mir so. Der meiste ist schon mal näher. Das hat man ein bisschen besser, weiss man noch ein bisschen mehr Hintergrund. Und dann, ja, dann taucht man ein und versucht den wie noch ein bisschen. Ja, ja. Fünfter Rang beim Super-G in Val d'Ardena vor zwei Jahren. Bisher das Karrieregeld-Bestergebnis von Rogentin. Das wackelt bedenklich. Ich bin, wenn ich es jetzt überspitzt formuliere, eher der Buchhalter. Und du bist der, der nachher wirklich die rennmäßigen Fakten bringt und die Fahrt richtig analysiert. 73. Mal, dass er hier, dass Robert Baumann sich aus einem Wendener Starthaus begeben wird. Das ist etwas, was vielen Leuten manchmal nicht bewusst ist. Also die Arbeit hier am Mikrofon, das ist vielleicht 5% vom Ganzen. Und 95% ist die Fleissarbeit, die sich nachher in diesen Dokumenten erzählt. Der Mitteil ist eben, wie du gesagt hast, so ein bisschen zu sehen, was, wie, wer, wo fährt, wer was an den Füßen hat. Wer welche Linie wählt, welches Land welche Linie wählt, so ein bisschen so. Kompakt bleiben. Ja, da wird immer ein bisschen mehr gezeichnet jetzt in diesem Abschnitt drin. Die Einfahrt ist wichtig. Da ein bisschen zumachen, weil das nächste Tor steht ziemlich im Weg. Ja, das trifft er gut. In die Kurve ja. Sind. Magistral. Vordermann ist Zweiter. Rogentin bezwingt den Branchenleader. Super spannender Super-G. Einmal mehr hier in Wengen, das ist das erste Mal, wo der im Programm ist. Und der gehört hier rein.